Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute, Freunde, gibt es auf jeden Fall etwas Krasses. Und zwar, wir werden uns heute das traurige Leben der schwersten Frau der Welt anschauen. Und zwar auf dem Kanal von Wissenswert. Ich würde sagen, wir legen direkt los, Leute. Lasst an der Stelle natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr die neue Kameraqualität feiert und ihr mehr von dieser Art von Reactions haben wollt und vielleicht mehr von der Kamera, dann schreibt sowieso in die Kommentare, let's go. Mit ihrem extremen Körpergewicht trägt diese Amerikanerin den traurigen Titel der schwersten Frau der Welt. Oh mein Gott, warte, was war das da hinten? War das Teil von ihrem Bein oder was war das? Diese Amerikanerin den traurigen Titel der schwersten... Das hier, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das Teil des Beins, des Gesäßes oder des Rückens ist. Schwersten Frau der Welt. Denn Charity Pierce aus Iowa bringt tatsächlich unfassbare 353 Kilo auf die Waage. Wie heftig ein Leben mit so einer Körperfülle ist, zeigen wir euch jetzt. Denn ein gewöhnlicher Alltag oder ein selbstständiges Leben ist für Charity mit diesem Gewicht absolut nicht mehr möglich. Alter, das sieht so ungesund aus. Bro, Alter, oh mein Gott. Warum ernährt sie sich trotzdem noch weiter von Pommes und allem? Außerdem hat der TV-Sender TLC die 39-Jährige aufgespürt und sie bei der wohl krassesten Herausforderung ihres Lebens begleitet, okay, die sie bis heute maßgeblich veränderte und die wir euch natürlich nicht... Oha, das ist sie, die Linke, das ist sie jetzt? Die sieht ja voll schlank jetzt aus im Vergleich. ...nicht vorenthalten wollen. Zusätzlich erfahrt ihr noch, welche traurigen Schicksalsschläge Charity widerfahren sind und wie diese dazu beigetragen haben, dass ihr Leben so aus den Fugen geraten ist. Es wird also so ziemlich heftig und ungewöhnlich. Deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Zunächst geben wir euch einen Einblick in den normalen Alltag von Charity. Dieser ist, wie bereits erwähnt, durch ihre körperlichen Umstände äußerst eingeschränkt. Denn tatsächlich kann sich die 39-Jährige dabei nur noch in ihren vier Wänden aufhalten. Das hat vor allem den Grund, dass sie durch ihr Gewicht nur noch sehr schwer laufen kann. Ja, das geht erstens auf die Kraft, auf die Ausdauer. Dann geht das Ganze noch auf die Gelenke. Also gut, auf die Gelenke geht es nur dann, wenn du wirklich Stoßbewegungen machst. Aber wenn du sehr, 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 sehr viel Lasten trägst, ich meine 300 Kilo, sie muss mit Rollator gehen, ne? Und zusätzlich eine stützende Gehhilfe benötigt, wodurch weite Touren zu Fuß schier unmöglich geworden sind. Ebenso passt sie in kein normales Auto mehr und ist rein körperlich nicht mehr in der Lage, selbst zu fahren, trotz eigenem Führerschein. Das wiederum minimiert ihren Bewegungsradius so massiv, dass sie praktisch gefangen in ihrem... Aber das würde mich jetzt interessieren. Ich habe das Gefühl, das ist nicht 100% eigenverschuldet. Ich glaube, es muss auch irgendwas Genetisches da sein, dass man das so schaffen kann, so viel zuzunehmen. Im eigenen Haus ist. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, aus dem Charity ihr Zuhause nur äußerst ungern verlässt. Denn sie ist sich ihrer extremen Lage absolut bewusst und bezeichnet sich sogar selbst als Monster oder Freak. Sie schämt sich so sehr für ihr Äußeres, dass sie laut eigenen Aussagen sogar Angst davor hat, von Fremden gesehen zu werden. Falls sie allerdings trotzdem einmal nach draußen muss, beispielsweise für einen Arztbesuch, dann muss extra ein Krankentransport zu ihr kommen, um sie abzuholen. Zusätzlich benötigt ist... Man kann sich das natürlich vorstellen, dass das sehr entwürdigend wirkt, wenn man halt einfach von Krankentransport abgeholt wird, ne? Klar, für sie ist es jetzt Gewohnheitssache, aber trotzdem, glaub, wie sie sich das selber darstellt und meint zu wirken auf Leute, hat sie wirklich das Gefühl, dass ja, die damit unzufrieden ist. Und das ist, die Einsicht ist die erste Sache, um was zu verändern. Aber ich glaube, das ist leichter gesagt als getan. Mindestens ein fünfköpfiges Team, das Charity von ihrem Heim auf eine Trage und schließlich in den Krankenwagen buxiert. Diese äußerst beschämende Situation ist nur eine von vielen Erniedrigungen, die Charity im Alltag erfahren muss. Denn ihre über 350 Kilo zwingen sie in eine permanente Betreuung, da sie eigentlich nichts mehr alleine machen kann und ohne die Hilfe von anderen absolut lebensunfähig geworden ist. Glücklicherweise bekommt sie tagtäglich... Oh, sogar auf Toilette gehen, Alter, alles, alles. Das ist ja auch das Krasse, ne? Du hast mittlerweile so ein Gewicht erreicht, dass du nicht mal in der Lage bist, dich zu bewegen, was dafür sorgen könnte, dass du abnimmst. Also, das ist so, so ein
nicht Teufelskreis, du bist schon außerhalb des Teufelkreises, weil du kannst dich nicht bewegen, um abzunehmen, du isst aber weiter, um zuzunehmen oder um nicht hungrig zu sein. Unterstützung von ihrem Verlobten Tony und ihrer 18-jährigen Tochter Charlie, die ebenfalls schon an Übergewicht leidet. Durch diese Rundumversorgung hat sich außerdem auch die Beziehung zwischen Mutter und Tochter krass verändert. Denn bereits im Alter von gerade einmal 10 Jahren hat Charlie für ihre Mutter gekocht und geputzt. Apropos Kochen, da sich das kleine Mädchen damals schon um ihre Mutter kümmern musste, ist auch der Speiseplan der Familie alles andere als gesund. So gibt es neben jeder Menge Junkfood, auch gerne mal Eiscreme oder Chips zum Mittag. Doch nur Charlie allein würde den Alltag mit ihrer Mutter nicht mehr meistern können. So muss Tony seiner Verlobten beispielsweise bei den Toilettengängen behilflich sein, da es Charity auch dahin nicht mehr alleine schafft. Da jedoch auch ein normales Keramik-WC Ja, ich wollte es gerade sagen. Stellt euch vor, dass das Keramik-WC springt wegen so viel Gewicht. Das ist nicht nur unwahrscheinlich, wahrscheinlich, das ist sogar genau das passiert. Charity nicht mehr aushalten würde, muss sie für ihr Geschäft auf einen extra angefertigten Schieber, der im Wohnzimmer für sie bereitsteht. Genauso ist auch ihr Bett eine Sonderanfertigung, da ein gewöhnliches Gestell zu klein und auch zu instabil für die übergewichtige Frau wäre. Übrigens gibt es auch keine passende Kleidung und vor allem keine passenden Hosen mehr für Charity, weswegen sie ausschließlich riesige XXXL-T-Shirts trägt. Das ist nicht XXXL, das ist wahrscheinlich 64XL. Also XXXL, das ist das Möbelhaus. Um wenigstens das Nötigste zu bedecken. Außerdem kümmern sich Tony und Charlie gemeinsam um die Körperpflege von Charity, da auch ein selbstständiges Waschen unter der Dusche oder in der Badewanne für die 350-Kilo-Frau nicht mehr möglich ist. Lediglich mit Feuchttüchern und einem Schwamm reinigen sie den Körper von Charity, der von Lipödemen und offenen Geschwüren übersät ist. Doch neben den krassen Einschränkungen und schmerzhaften Wunden, die Charitys Alltag unkomfortabel und nicht gerade lebenswert machen, ist ihr Zustand außerdem auch äußerst lebensbedrohlich. Ja, ich meine natürlich, ne? Bauchfett oder generell Fett ist halt nicht, ist sehr entzündungsfördernd. Ja, für den Körper, für verschiedenste Krankheiten, Diabetes, für alles. Denn bei Adipositas, so nennt man das starke Übergewicht im Fachjargon, leiden viele Menschen ab einem BMI-Wert von über 29 häufig an Bluthochdruck, Fettleber und oder einer Verkalkung der Arterien. Außerdem ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, 70% höher als bei Menschen mit einem BMI unter 29. Bei ihrer Körpergröße, ihrem Alter und Gewicht hat Charity tatsächlich einen extrem hohen BMI, der bei einem unglaublichen Wert von 55 liegt, damit einer der höchsten BMIs der Welt ist und ihr Leben extrem bedroht. Doch wie kann es zu einem solch extremen Gewichtsproblem überhaupt kommen? Das würde mich jetzt sehr interessieren, ne? Um das zu verstehen, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit von Charity werfen. Denn bereits in jungen Jahren litt die Amerikanerin an Übergewicht. Laut ihrer eigenen Aussagen lag dabei der Ursprung in ihrem elterlichen Heim. Denn ihr Vater wurde regelmäßig gewalttätig, besonders wenn er zu viel trank, wodurch Charitys Kindheit von Angst geprägt war. Dabei fand sie nur im Essen wirklichen Trost, weswegen sie sich angewöhnte, nachts heimlich in die Küche zu schleichen und alles in sich hineinzustopfen, was sie finden konnte. Okay, also das ist schon mal so eine der Sachen, so Nachtfressattacken. Immer vermeiden, bitte. Ich weiß, ich mache auch ab und zu mal zu Maccas gehen oder so, aber so einen Nachtbesuch bei Maccas, das mache ich nicht öfter als einmal alle 3 Wochen. Ja, sonst, ich habe langsam Hunger. Ich glaube, was ich mir gönne, ist einmal Proteinriegel. Das ist alles, was ich mir noch gönnen kann heute Abend. So. Durch diese ungesunde Einstellung zum Essen entstand bei ihr eine echte Esssucht, auch bekannt als sogenanntes Binge-Eating. Dabei leiden die Betroffenen an heftigen Essattacken, die sie selbst nicht mehr kontrollieren können und dadurch enorme Massen an Nahrung und damit auch Kalorien zu sich nehmen. So auch bei Charity, die beispielsweise nicht nur ein Stück, sondern gleich einen halben Kuchen auf einmal essen kann oder aber nicht nur einen Donut isst, sondern direkt 4 bis 5 dieser Gebäckringe verwendet.
verschlingt. Tatsächlich kommt noch hinzu, dass Charity kein richtiges Sättigungsgefühl mehr hat und sich im Umkehrschluss auch nie richtig satt fühlt, wahrscheinlich ein hormonell bedingtes Phänomen. Außerdem beschreibt sie selbst die Momente der Nahrungsaufnahme als die glücklichsten in ihrem Leben, direkt nach dem Essen. Ah, das klingt so traurig. Das klingt so traurig. So, weil das ist das Einzige, was sie macht. Essen ist das Einzige, wo sie sich darauf freuen kann, weil sie kann sonst nichts machen. Nichts. Mich wundert es aber, dass sie nicht zu Videospielen gefunden hat, weil da wäre wenigstens ein bisschen Freude oder so noch mit dazu. Sie macht ja nichts. Sie liegt, steht auf, schläft, geht auf Toilette und isst. Und das ist alles. Und das ist natürlich dann verständlich, wenn sie sagt, das ist das, was ihr am meisten Freude bereitet, das Essen. Würde ich mir auch sagen, in so einer Situation. Jedoch geht's für sie emotional steil bergab. Sie hasst sich selbst und schämt sich für ihre Sucht nach Nahrung. Charities extremes und vor allem emotionales Essverhalten ist also zum Teil auf ihre traumatische Kindheit zurückzuführen. Deshalb hat Charities Esssucht sie schon im Teenageralter so massiv beeinträchtigt, dass sie bereits zu diesem Zeitpunkt bedrohliche 225 Kilo wog und Ärzte ihr zu einer Diät rieten, die sie allerdings nicht umsetzte. Als sie außerdem vor 20 Jahren bei einem Unfall dann auch noch eine Zeit lang bewegungsunfähig war, war die Abwärtsspirale aus vielem Essen, wenig Bewegung und der daraus resultierenden Gewichtszunahme unaufhaltsam. Im Jahr 2020. Aber gut, dann wissen wir am Ende, dass es nicht daran liegt, dass es wirklich eine Erkrankung ist, die dazu geführt hat, dass, naja, hey, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Also es liegt eher daran, dass es verschiedene Faktoren von außen gab, aber nicht körperliche Faktoren, die dazu geführt hat, dass sie zugenommen hat. 2017, nach Jahren der Fettleibigkeit und des Leids unter ihrem Gewicht, wurde es Charity dann zu viel. So entschied sie sich, von diesem Leben Abschied zu nehmen und vor allem ihrer Familie zuliebe, ihr Leben radikal zu ändern. Tatsächlich nahm sie deswegen auch an der TLC-Sendung My 600 Pounds Life teil, in der übergewichtige Menschen auf ihrem Leidensweg zu einem gesünderen Gewicht begleitet werden. Außerdem zog sie deswegen von Iowa ins 1600 Kilometer entfernte Houston, um sich dort von einem renommierten Facharzt für Adipositas behandeln zu lassen. Da bei dieser Körpermasse allein durch Selbstbeherrschung eine Abnahme auf ein gesünderes Gewicht nicht mehr möglich ist, hat sich Charity nämlich für eine Magenverkleinerung entschieden, die der Arzt bei ihr durchführte. Davon habe ich ja was gehört, ne, aus gewissen Personen, ne, dass das gefährlich ist, aber der einzige Weg, einer der einzigen Wege. Dabei wurde ihr Magen von der Größe eines Footballs auf den eines Baseballs verkleinert. Zusätzlich wurde die 39-Jährige auf eine strenge 1000-Kalorien-Diät gesetzt und ihr wurde angeordnet, sich sportlich zu betätigen, wodurch nach der OP die Pfunde nur so purzeln sollten. Allerdings lässt sich Essverhalten natürlich nicht operativ verändern, weswegen sie begleitend dazu zu einer Therapie ging, bei der sie ihre Vergangenheit aufarbeitete. Da Charity und damit auch Charlie scheinbar nie so richtig gelernt haben, was eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist, kam zusätzlich eine Ernährungsberaterin zu ihnen nach Hause und sie nahmen außerdem noch an Kochkursen teil, um ihren Ernährungsstil von Grund auf zu verändern. Neben diesen lebensverändernden Maßnahmen... Das ist schön, so ein Kochkurs. Ich würde auch gerne so zum Kochkurs gehen. Da kannst du viel von mitnehmen. Da kochst du, da weißt du, wie es geht, dann lernst du und du kriegst so ein Gefühl für Kombinationen von verschiedenen Zutaten und Zubereitungsmöglichkeiten. Also es lohnt sich immer. In Houston traf Charity das Schicksal allerdings erneut hart. Denn während ihrer Behandlung, bei der sie nicht nach Hause fahren konnte, verstarb ihre Mutter, wodurch Charity plötzlich auch mit Depressionen zu kämpfen hatte. Diese wurden nochmal bedeutend schlimmer, als sich ihr Verlobter Tony von ihr trennte, der dann auch noch ausgerechnet mit Charities Schwester zusammenkam. Oh, das tut so weh, das ist so typisch. Oh, das ist so eine Story, die kannst du verfilmen. Wahnsinn. Oh mein Gott. Eieiei.
Allerdings hat sich Charity nach diesen Schicksalsschlägen und den daraus resultierenden erneuten Gewichtszunahmen nicht entmutigen lassen und weitergekämpft. Tatsächlich hat sie dadurch ihr Gewicht von einstigen 353 Kilo halbieren können und durch eine gesündere Ernährung und Bewegung ein Gewicht von 175 Kilo erreicht. Keine Frage, das ist immer noch nicht das, was man erreichen möchte, aber sie ist wahrscheinlich in der Lage, zu gehen. Durch diesen massiven Gewichtsverlust musste sie außerdem noch weitere dreimal unters Messer, wobei sie in diesen OPs von der überschüssigen Haut und den Geschwüren befreit wurde. Allein durch diese Operationen verlor Charity nochmals an die 50 Kilo und kam ihrem Wunschgewicht von unter 100 Kilo immer näher. Auch die übergewichtige Charlie war von den Abnehmerfolgen ihrer Mutter angeheizt, unterzog sich ebenfalls einer OP zur Magenverkleinerung und schloss sich ihrer Mutter bei der Ernährungsumstellung an. Dadurch kam sie sogar von einem Startgewicht von 175 Kilo auf unter 70 Kilo. Wow. Wow. Das ist ja krass. Von fast 100 Kilo. 4 Jahre nach der lebensrettenden Magen-OP hat es Charity dann auch tatsächlich geschafft, nur noch unter 90 Kilo zu wiegen. Außerdem ist sie wie auch ihre Tochter Charlie wieder zurück in ihre Heimat nach Iowa gezogen. Dort führt sie nun ein selbstbestimmtes Leben und hat sich außerdem nach 20 Jahren getraut, wieder hinters Steuer zu setzen und Auto zu fahren. Vor allem, um sich damit selbst zu beweisen, dass sie wieder fähig ist, ein unabhängiges Leben zu führen. Doch es scheint so, als sei sie wirklich vom Pech verfolgt. Oh nein, was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt? Ihre Tochter Charlie schrieb in einem Facebook-Post, dass sich ihre Mutter in eine Behandlung wegen einer Nierenkrebsdiagnose begeben hat und damit schon wieder um ihr Leben kämpfen. Ah, Mann, das ist echt, das ist richtig ärgerlich. Weißt du, du willst ein neues Leben machen, du machst alles und dann kommt plötzlich Krebs. Alter. Muss. Wie die Zukunft von Charity aussieht, ist also ungewiss. Falls euch die heftige Berg- und Talfahrt des Lebens der schwersten... Boah, das ist so... Das ist krass. Das ist eine krasse Story. Also, es ist heftig. Die Einsicht, die Kraft. Und es war ein kranker Weg. Muss man einfach stolz drauf sein, wie dass sie das gepackt hat. Und ich hoffe, dass es ihr auch in Zukunft besser geht und dass man das mit der Niere in den Griff bekommt. Also die muss dann halt weg, eine. Hoffentlich sind nicht beide davon betroffen, weil dann wäre es echt nicht gut. Also ja. Ah ja, aber ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand es ein sehr interessantes Video. Mal so Einblicke, wie ist es so, auch in Amerika, so typischer Lifestyle. Also nicht der typische Lifestyle, ihr wisst, nee, nicht der typische Lifestyle, sondern halt einfach so, das ist typical American. So eine Story. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, Leute. Lasst uns mal die 150.000 Abonnenten anpeilen auf diesem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao.